Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sign of the Dragon Headbox von Leaves Eyes. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sign of the Dragon Head von Leaves Eyes, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 7. Album der Band. Wir haben hier eine unfassbar große Box. Also rein von den Ausmaßen mit einer der größten Boxen, die ich je ausgepackt habe. Bevor wir das Ganze mal uns genauer ansehen, werden wir mal die Folie abmachen. Hier an der Seite die Schweißnaht, bietet sich gut an. So, wunderbar. Und dann kann man das hier gut abmachen. So. Wir haben hier das Cover der Box. Sign of the Dragon Head lesen wir hier unten. In der Mitte haben wir eben diesen abgebildet, also den Dragon Head hier in Silber und Schwarz. Und auf der oberen Seite lesen wir den Bandnamen Leaves Eyes. Auf dem Cover sind hier wilde Szenen zu sehen. Und zwar haben wir hier ein, für mich sieht es nach Wikinger-Schiff aus, das hier scheinbar gerade an ein anderes Schiff anfährt oder eventuell auch irgendwie am Strand landet. Allerdings sieht das hier doch nach tieferem Gewässer aus. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Herrschaften hier sich auch auf einem Schiff befinden und es jetzt gleich zur direkten Konfrontation mit diesen Herrschaften hier kommt. Dann haben wir hier die Band, alle 5 Mitglieder abgebildet und hier lesen wir auch wieder den Bandnamen plus den Albumtitel. Auf der Oberseite lesen wir hier Leaves Eyes, Sign of the Dragon Head und dann haben wir hier so ein Wikinger-Schild. Auf den Seiten links und rechts ist das Ganze in Weiß. Das ist der Karton, der darunter zum Vorschein kommt, bedeutet das Artwork, das Ganze, was wir hier sehen, ist wirklich wie so eine Banderole hier rundum. Also das ist wie so ein Schuber, den wir dann abziehen können und links und rechts kommt dann eben der eigentliche Karton zum Vorschein. So, bevor wir diese Banderole abziehen, haben wir hier noch Infos zum Boxinhalt. Und zwar lesen wir hier, Limited Box Set contains Limited Digibook, 2 CDs, Sign of the Dragon Head Viking Model Shield 30x30cm Wall Decoration, Exclusive Autograph Card on Sale Cloth und Certificate of Authenticity, limited to 1000 Copies. Das Ganze ist erschienen über IFM Records. Hier haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Und ja, für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, wir haben hier eben das Digibook, also das Album, das beinhaltet hier 2 CDs. Dann haben wir hier tatsächlich ein Wikinger-Schild, also ein Modell eines Wikinger-Schilds. 30x30cm, ich bin gespannt. Dann haben wir eine Autogrammkarte und dann haben wir hier noch ein Zertifikat. Die Box ist auf 1000 Stück limitiert. Wir werden das Ganze mal öffnen. Ich hoffe, wir können das hier so, genau, wir können das hier so aufschieben. Wunderbar. Dann schauen wir, dass wir hier diese Schuber, diese Banderole hier so abmachen können. So. Dann packen wir den mal derweil zur Seite und kommen zur eigentlichen Box. Hier vorne geht das Ganze auf. So, hier haben wir Füllmaterial, also so Papier. Und hier kommt dann neben dem Album der Hauptinhalt zum Vorschein, und zwar das Schild in einer Folie. Darüber hinaus haben wir das Zertifikat. Dann haben wir das Album in diesem Buch. Und dann haben wir hier
die Unterschriften und diesen Stempel hier von diesem Dragon Head, von diesem Drachenkopf auf, ich glaube, Segelpapier ist das. Stand zumindest auf der Box. Segeltuch. So, dann packen wir die Box, den Karton wieder zusammen. Wenn es funktioniert, gar nicht so einfach. So, und dann schauen wir mal, dass wir diese Banderole, diesen Umschlag hier wieder drum kriegen. So, das funktioniert. Sehr gut. So, dann geht die Box dabei zur Seite. Und wir schauen uns mal den Inhalt genauer an. So, die Unterschriften, dann das Album, das Zertifikat und natürlich den Wikinger-Schild. So, den packen wir nochmal zur Seite derweil. Und starten mit dem Album an sich. Also, wir haben hier ein sogenanntes Digibook. The Monumental New Symphonic Metal Milestone, an Epic Viking Concept Story, 2 CD Digibook inklusive 2 Bonustracks und Instrumentalversionen Bonus CD. Gut, das Ganze auf diesem Sticker hier zur Info. Wir werden mal dieses Digibook hier aufschneiden und dann schauen wir mal hinein. So, damit sind wir diesen Sticker los und so sieht dann das Digibook aus. Also ist in so einem Hochglanzstoff oder ja, Hochglanzbeschichtung. Leaf's Eyes, Sign of the Dragon Head, also vom Cover her, wie auch die Box gestaltet. Das lesen wir auf der Seite. Das Ganze erschienen über IVM Records, Leaf's Eyes, Sign of the Dragon Head plus Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 11 Tracks an der Zahl plus 2 Bonustracks, 12 und 13. Also 13 haben wir dann gesamt. Und auf CD2 befinden sich die Instrumentalversionen. Das gibt es ja auch recht selten, gerade bei Rockboxen oder bei Rockalben. Hier haben wir wieder die Wikinger in ihrem Schiff, darunter die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier so eine schwarze Hülle. In dieser befindet sich dann CD Nummer 1. Die ist von der Optik gestaltet wie auch dieser Wikinger-Schild. CD1 lesen wir hier. So, dann packen wir das Ganze wieder rein und ich gehe mal davon aus, dass CD2 sich dann auf der letzten Seite, also am Ende befindet. Dann haben wir noch einen Einleger von IVM Records, also das sind so andere Releases, die über das Label erschienen sind oder erscheinen. Könnt ihr euch dann im Detail natürlich ansehen. Einfach kurz das Video stoppen. Leaf's Eyes, Sign of the Dragon Head. Was haben wir hier? Das sieht mir nach Lyrics aus. Also wir haben hier wirklich für jeden Song die Lyrics abgedruckt. Und hier weiter im Artwork diese Wikinger-Thematik, für die die Band bekannt ist. Das sieht so echt nach Braveheart oder Vikings aus. So. Lyrics ohne Ende. Und ihr seht schon auch die Schriften hier alle in so runenähnlichem Stil. Also alles hier an Wikingern orientiert. Ja, erinnert auch ein bisschen so an Game of Thrones, an die Wildlinge. Weitere Fotos, weitere Lyrics. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch ein Foto der Band. Hier auch nochmal die Namen und die Funktion, die sie in der Band haben. Sind ja heute nicht mehr in dieser Konstellation zusammen. Dann haben wir die Credits zum Album, hier über diese beiden Seiten. Ein letztes Foto von Wikingern und dann auf der letzten Seite, wie vermutet, CD Nummer 2. Wenn wir sie rausbekommen, jawohl. Sieht so aus, also auch wieder in dieser Schildoptik. CD 2 lesen wir hier. Gut, dann packen wir das wieder zurück. Nein, das funktioniert nicht. Nochmal. So, aber jetzt CD wieder drin. So viel zum Digibook. Dann haben wir
Den Schild. Also ich muss ehrlich sagen, absolute Premiere für mich. Habe ich so noch niemals in einer Box gesehen. Hier oben lesen wir den Bandnamen, darunter natürlich den Albumtitel. Und passend zum Albumtitel haben wir dann links und rechts wieder diesen Dragonhead, diesen Drachenkopf hier aufgeprägt und auch bemalt. In der Mitte, zwar nicht aus Metall, aber hier in silberner Farbe. Ebenso wie der Rand des Schilds. Also das Schild ist hier wirklich kreisförmig. Und der Rand hier dann silber bemalt, ansonsten in schwarz. Und auf der Rückseite, wir sehen das Ganze so aus Kunststoff, haben wir dann hier so eine braune Schlaufe, die hier festgemacht wurde. Und mit Hilfe dieser Schlaufe kann man das dann entweder so, ja, wie ein Schild tragen. Oder, wofür es eigentlich natürlich gedacht ist, dass man das Ganze dann an die Wand hängt. Also mit Hilfe dieser Schlaufe kann man das dann an der Wand festmachen, mit einem Nagel oder wo auch immer. Ja, oder man verzichtet auf die Schlaufe und stellt das einfach so ins Regal. Macht auch sicher was her. Gut, als weiteren Inhalt haben wir hier das Zertifikat. Das ist ja bei AFM Records immer so, dass wenn die eine Box rausbringen, dass die mit Zertifikat kommt. Bedeutet, hier haben wir die Bestätigung, dass es wirklich original ist. Dann haben wir hier nochmal die Boxinhalte aufgelistet und darunter lesen wir: This edition is limited to 1000 units worldwide. Also 1000 Stück dieser Box gibt es weltweit. Dann hier wieder die Bandmitglieder, alle 5. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch dieses Segeltuch, diesen quadratischen Fetzen. Und auf diesem haben wir wieder hier diesen Drachenkopf aufgedruckt und die 5 Unterschriften der Bandmitglieder. Also Alexander, Thorsten, Joris, Pete und Elina, alle haben hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Auf diesem, ja, beige würde ich sagen, ist das, auf diesem beigen Segeltuch. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Segeltuch hier mit diesem Stempel und den 5 Unterschriften. Das Zertifikat im Querformat. Das Schild, oder der Schild, der Wikinger-Schild, sowie natürlich das Album an sich, inklusive Instrumental-CD in diesem Digibook. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Sign of the Dragonhead von Leaves Eyes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Leaves Eyes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.